Für mich ist dieses Stück ein sehr spezielles Stück. Es war die erste Mahler-Sinfonie, die ich kennengelernt habe, vor Jahrzehnten in einer Sommerakademie in England, wo ich Dirigat studierte. Und ich war total begeistert von diesem grandiosen Stück von ungefähr 90 Minuten, wo der Chor setzt sich erst am Ende ein, für die letzten 15 Minuten oder so. Und das ist so ein erstaunliches Moment. Es ist eine Sinfonie, wo die ganze Welt ist drin. Mahler war ein Mann vom Theater. Er war am Zeitpunkt, wo er dieses Stück komponiert hatte, war er schon sehr erfahrener Operndirigent. Das Drama lag im Herzen von Mahler. Er hat keine Oper komponiert selbst, sondern diese 9 oder 10 begeisternde Sinfonien, die haben ein Drama, das man fühlen und verstehen kann, aber nicht erklären kann. Für uns im Chor der Deutschen Oper ist es immer eine große Freude, Konzerte zu singen, weil das ist eine andere Art von Übung für uns. Wir spielen nicht auf der Bühne, wir müssen es nicht auswendig lernen. Wir sind da einfach mit der Musik. Es beginnt mit so einem Pianissimo, so eine kaum hörbare paar Phrasen, endet in ein prächtiges Triple Forte. Das Stück ist natürlich kein Oper, aber es gibt mehr Drama drin als ein Oper. Es endet mit so einer Lautstärke, so einer Freude, so einem Geist von Hoffnung und Denken an das Danach. Mahler endet mit der Phrase: Sterben werde ich, um zu leben. Es geht weiter, das wollen wir alle.